willkommen zur Parkvorstellung und zum Review zu Land of Legends in Belek. Das Land of Legends beheimatet insgesamt vier verschiedene Achterbahnen und noch ein paar andere Attraktionen, unter anderem mehrere Flash Rides. Ich bin jetzt den zweiten Tag im Park, 1. Januar 2020, und habe den Park auch bereits schon einen Tag letztes Jahr besucht. Der Park schließt direkt an die Mall an, ebenfalls Land of Legends, wozu auch ein eigenes Hotel gehört. Und ebenfalls gibt es einen Wasserpark, welcher allerdings im Winter nicht geöffnet hat und im Winter hat nur der Freizeitpark geöffnet. Im Jahr 2018 hat der Park einen Mugwrights Hypercoaster bekommen, ein Klon von Flash im Lever Adventure. Sonst gibt es noch einen Intamin Watercoaster und ebenfalls zwei Family Coaster, einer von Gerstlauer und einer von SBF Visa. In diesem Video gibt es ein Review und ebenfalls eine komplette Parktour von diesem nicht ganz so großen, aber trotzdem netten Park, welcher aktuell im Winter wirklich komplett leer ist. Da hinten auf der Seite ist ja eigentlich der Eingang von der Mall bzw. vom Shopping Center, wo es sehr viele Shops gibt und welche auch noch relativ modern wirkt. Auf jeden Fall eine nette Mall. Da haben wir den großen Eingang mit dem riesigen Springbrunnen. Auf der anderen Seite ist ja normalerweise auch noch der Eingang im Sommer zum Wasserpark, welcher auf jeden Fall, wenn er offen hat, ein paar sehr schöne Rutschen hat, eine sehr schöne Collection von Poolien, unter anderem auch einen sehr großen Cone. Und wir folgen jetzt einfach mal den Eingang zum Park und müssen jetzt erstmal einen kleinen Weg entlang laufen, um zu den Attraktionen zu kommen. Der Eintritt kostet ungefähr 25 Euro, je nachdem wie gerade der Kurs steht. Heute habe ich glaube ich ungefähr 22 Euro bezahlt, also vollkommen in Ordnung und deutlich günstiger als in Deutschland. Im Sommer gehen die beiden Parks stark ineinander über. Wie ihr sehen könnt, ist hier zum Beispiel ein großer Kinderbereich mit Kinderrutschen. Wie gesagt, hat im Winter alles geschlossen. Und normal gibt es ebenfalls auch noch eine Delfinshow, welche ich mir aber nicht anschaue. Und ebenfalls auch Pinguine in einem Gehege. Hier sieht man schon den Intamin Watercoaster, welcher 2016 mit dem Park geöffnet hat und wirklich sehr dominant über dem Park ist und auch hier die zweithöchste Attraktion sein sollte. Da hinten sieht man auch das über 111 Meter hohe Schloss von der Mall, welches als Eyecatcher dient, welches deutlich höher ist als zum Beispiel das in Disney's Magic Kingdom. Und hier haben wir direkt die Helix von dem Watercoaster, hinten ist der große Lifthill und ist wirklich wie gesagt die größte Attraktion im Park mit zusammen dem Hypercoaster. Und wie ihr gerade schon im Boot gesehen habt, ist es wirklich verdammt leer. Heute, 1. Januar, ein bisschen voller als bei meinem letzten Besuch. Aber eigentlich nie ist ein Zug voll und man muss nie warten. Ich hatte aktuell auch schon über 20 Fahrten auf Hypercoaster. Also im Winter auf jeden Fall sehr leer, wie auch allgemein hier die ganze Region. Aber im Sommer dürfte es dann auf jeden Fall deutlich voller sein. Hinten haben wir einen kleinen Kinderbereich mit ein paar kleinen Kinderflat Rides. Und da hinten sieht man auch schon den Hypercoaster. Wir folgen jetzt einfach mal einmal weiter den Rundweg und dann zeige ich euch nacheinander mal alle anderen Attraktionen hier im Park. Hier vorne haben wir zunächst einen VR-Simulator, welcher anscheinend von Turkish Airways gesponsert wurde. Als einfach so Motion-Simulator mit VR-Brillen befindet sich direkt hier relativ nah am Eingang. Also Tour Istanbul heißt es, man tut zwar nicht Istanbul, sondern fährt über die chinesische Mauer. Eine Attraktion, die in Ordnung ist, aber jetzt wirklich nichts Weltbewegendes.
Hier vorne direkt noch ein Kinderkarussell. Und hier ist überall aktuell noch Baustelle, wird anscheinend der Park aktuell noch erweitert. Und nun kommen erst noch ein paar weitere Kinderattraktionen. Und zwar erstmal ein paar kleine Kinderflatrides. Hier haben wir einen weiteren Flatride, hat aber während meiner 2 Besuchstage noch nicht geöffnet gehabt. Und wir kommen jetzt erstmal gleich auch zu der Station von Hypercoaster, welche auch gerade fährt. Hier haben wir einen kleinen fliegenden Teppich als einen weiteren Kinderflatride. Und hier überall ist zur Baustelle, kann man von Hypercoaster aus sehen, wird anscheinend wie gesagt erweitert. Hier haben wir noch einen weiteren Flatride, Tagada, und hier hinten auch die Station vom Hypercoaster. Wie gesagt, der Coaster heißt einfach genau so wie die Typenbezeichnung, ist ein Hypercoaster von Mack Rides mit dem höchsten Vertikallooping auf einer Achterbahn zusammen mit Flash und Lever Adventure, den es gibt. Auf jeden Fall ein sehr schönes Stationsgebäude meiner Meinung nach. Und auch in der Queue-Line gibt es echt ein bisschen nettes Theming. Hier drüben haben wir ebenfalls so einen kleinen Kettenflieger. Und hier hinten kann man auch den Looping und den Drop von dem Hypercoaster sehen. Dazu ist ein separates Review online. Aber auf jeden Fall eine sehr schöne, lange Fahrt. Wenn sie warm gefahren ist, auch gute Airtime, frühs, eher Floater, nachmittags dann aber auch Floatjector bis Ejector. Und die 2 Inversionen machen Spaß. Und der Drop in der Backrow und auch die Zero-G-Roll haben wirklich verdammt viel Rip. Nun kommen wir zu den nächsten 2 Attraktionen, und zwar zunächst einmal ein Suspended Topspin. Hatte bis jetzt immer ein gutes und langes Fahrprogramm, bin ich auch ein paar Mal gefahren. Deutlich besser als ein normaler Topspin, ist aber auf jeden Fall vom Aussehen her keiner von Huss. Aber auf jeden Fall auch nicht thematisiert, kann man nichts gegen sagen, auf jeden Fall eine schöne Attraktion. Und hier drüben haben wir noch einen kleinen SBFV, der Family Drop Tower, für die kleinsten Gäste auf jeden Fall auch eine gute Attraktion. Hier ist auch direkt der Ausgang vom Topspin, als die meisten Attraktionen haben wir immer noch einen eigenen Shop daneben. Hier gibt es ein paar Essensmöglichkeiten sowie ein paar weitere Shops. Und als nächstes kommen wir auf der linken Seite zu dem Gerslauer Skyfly. Dieser heißt hier Skyfighter, ist auf jeden Fall eine mit Gondelbremsen, aber ich hatte über 20 Überschläge, also manche Plätze sind dafür auf jeden Fall gut und ist eine der beliebteren Attraktionen hier im Park von Flatrides her. Aber trotzdem natürlich, da der Park bei mir jetzt nicht sehr voll ist, macht das keinen großen Unterschied. Und anscheinend machen die meisten Leute hier auch keine Überschläge, da war ich meist immer der Einzige. Hierhin gibt es normalerweise noch den Family Coaster, welcher heute den ganzen Tag zu hatte. Ich bin ihn aber schon einmal gefahren. Ist ein Klon von Cobra de Amun-Ra im Belantis. Ist ein Family Coaster von Gerstlauer. Macht auf jeden Fall Spaß, für Familien gut geeignet. Und da gibt es auf jeden Fall ein paar deutlich schlimmere Anlagen. Hat während der Fahrt kein Theming, schlängelt sich aber einmal direkt hier neben Hypercoaster entlang. Und ist genauso wie Hypercoaster ebenfalls ein Klon. Weil es gibt hier im Park keine Achterbahn mit einem originellen Layout. Und hier hinten haben wir dann die nächste Achterbahn, ein SBF Visa Family Coaster, hat das gleiche Layout wie zum Beispiel Red Force Junior im Ferrariland beim Port Aventura. Merkwürdigerweise durfte ich bei meinem letzten Besuch die Bahn fahren einmal. Heute war ich anscheinend zu groß, keine Ahnung, ob man es manchmal nur mit Kindern darf, aber einmal bin ich die Bahn auf jeden Fall gefahren, öfters muss auch nicht sein. Für Kinder auf jeden Fall gut geeignet, besser als ein Wurm, aber trotzdem. Für größere Leute dann keine sehr angenehme Fahrt. Man fährt 2 Runden, hat ein paar Drops drin, Helix. Und das ist der Kitty Coaster hier des Parks. Hier ist anscheinend noch so eine Art Splash Pit oder ähnliches. Und hier hinten befindet sich dann auch der Shop von Typhoon, dem Water Coaster, wo sich auch der Eingang direkt daneben befindet. Wir haben so eine angehauchte Azteken-Thematisierung. Es gibt in der ersten Kurve auch einen Dark Ride Part. Als ich letztes Mal da war, war da auch Licht und so weiter und ein paar Effekte angeschaltet. Heute Morgen war er komplett dunkel, was relativ lustig dann war, aber trotzdem mit der Dark Ride Part. Und hier ist auch der Eingang dann zu dem Skyfly, Skyfighter von Gerstlauer. Und kurz hier nochmal zum Water Coaster. Also wir haben einen Vertikallift, ist ähnlich wie zum Beispiel der Vertical im Mirabilandia oder Speed Water Coaster im Energylandia. Das ist die kleinere Variante, also die im Energylandia und auch der Vertical sind ein paar Meter höher. Wir haben ja auch eine Plattform, wo man den Ride betrachten kann. Und dann sieht man den doppelten Lifthill, wo die Boote immer abwechselnd hochfahren können. Wir haben einen großen First Drop, keine Airtime oder ähnliches. Ein bisschen Theming hier in dem großen Wasserbecken. Daraufhin folgt dann der lange Helix mit ein paar guten Gehkräften. Und ist wirklich die Attraktion im Park, die am meisten Platz braucht, wegen dem großen Wasserbecken.
Auch hier nur die erste Reihe war befüllt. Wie gesagt, Park ist komplett leer. Ich hatte auch auf Hypercoaster total viele Fahrten alleine im Zug. Und so groß ist der Splash tatsächlich nicht. Es ist auf jeden Fall ein guter Nässegrad. Vorne wird man schon gut nass. Aber war jetzt auch von Fahrt zu Fahrt unterschiedlich. Hinten muss man aufpassen. Da werden die Füße auch gerne mal gesaugt. Aber allgemein eine schöne Attraktion. Bin ich jetzt auch schon 5-mal oder so gefahren. Im Gegensatz zu den neueren Attraktionen ist hier die Station von außen gar nicht thematisiert. Das heißt, man fährt einfach direkt wieder in die Station rein. Ist in Ordnung. Und hier auf jeden Fall auch relativ lustig, dass man eine Art Bademeister Lifeguard stehen hat, weil hier immer anfängt zu husten, wenn er getroffen wird von der Welle. Und das war hier Typhoon Watercoaster, hat auf jeden Fall im Winter auch normal geöffnet. Normalerweise bekommt auch jeder ein Regencape. Es geht auch, finde ich, auch ohne, es ist relativ warm, deswegen ist es vollkommen aushaltbar. Aber normalerweise bekommt jeder während der Fahrt ein kostenloses Regencape. Und jetzt gehen wir mal weiter, aber wir haben fast schon einen kompletten Rundgang gemacht. Wie gesagt, der Park ist nicht sehr groß und der Hypercoaster erstreckt sich wirklich einmal komplett um die gesamte Länge vom Park. Hier haben wir eine weitere Essensmöglichkeit und hier vorne kommen dann noch mehrere Midway Games. Dann gibt es hier noch ein paar weitere Kinderattraktionen, also hier auf Hilfe auch nicht thematisiert mit dem Glockenturm. Und hier erstmal ein kleines Kinderriesenrad, welches echt meiner Meinung nach schön integriert ist. Sieht wirklich super aus. Dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter hier nach vorne. Erstmal haben wir so einen kleinen Turm, wo man sich hochziehen kann. Kennt man aus vielen verschiedenen Parks. Und hier vorne normalerweise anscheinend noch so eine Art Kletterparcours, Wasserparcours, sowas in der Art. Steht hier direkt neben dem Watercoaster, hat aber nicht geöffnet. Also es sollte auf jeden Fall so eine Mischung sein aus Wasserspielplatz da oben mit den ganzen Wasserkannen und Kletterpark, denke ich jetzt mal. Und das war es auch schon hier aus dem Teil des Parks. Und dann machen wir die Runde jetzt noch komplett voll, dass ihr einen kompletten Überblick bekommen habt. Aber man schafft es wirklich, innerhalb von wenigen Minuten einmal komplett durch den Park zu laufen. Und wenn es leer ist, so wie bei mir, schaffen wir es auch in kürzester Zeit, alle großen Attraktionen zu fahren. Aber natürlich liegt die Leere dann für Wiederholungsfahrten ein. Aber wie gesagt, denke ich, dass es im Sommer komplett anders aussieht. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was genau hier gebaut wird. Von oben sieht es zumindest teilweise wie ein Wasserbecken aus, aber eine Erweiterung des Parks wird ja auf jeden Fall hilfreich sein, da er wie gesagt nicht sehr groß ist und normalerweise auch ein Tag, sogar ein halber Tag vollkommen ausreicht. Und das war dann der Rundgang durch den Park, jetzt habt ihr alles gesehen. Zu Hypercoaster ist ein Review schon online, könnt ihr euch gerne mal anschauen, falls ihr mehr über die Bahn erfahren wollt, über die Fahrt. Und ebenfalls, wenn ihr wollt, kann ich ja nochmal ein Review zu Typhoon Watercoaster machen, der Intermin Wasserbahn. Und ich würde sagen, das war's im Parkrundgang. Und wenn ich dann heute Nachmittag den Park verlasse, gibt es dann noch mein endgültiges Review und Fazit. Und es war es dann hier mit meinem zweiten Tag in Land of Legends. Ich bin, seitdem ich die Parkführung gemacht habe, noch sehr auf Hypercoaster gefahren. Hatte insgesamt 43 Fahrten. Ein Rekord für eine Achterbahn, die ich gefahren bin. Davor war mein Rekord 40 Fahrten auf Wildfire. Und der zweite Platz waren 35 auf Shambhala in PortAventura. Und hatte gerade auch noch den Last World of the Night auf Hypercoaster. Wirklich eine phänomenale Bahn. Schaut euch auf jeden Fall das Review dazu an. Und jetzt aber zum Review zum gesamten Park. Also ich muss sagen, der Park ist wirklich sehr klein. Man schafft es bestimmt in einem halben Tag, selbst wenn es nicht ganz so leer ist, den Park durchzubekommen. Aber ich bin mir sicher, dass der Park im Sommer deutlich voller wird, wenn die ganzen Hotels nochmal komplett überfüllt sind. Dann muss man hier bestimmt auch länger warten. Und dann wird vielleicht auch mal der zweite Zug von Hypercoaster benötigt. Die Collection an Rides ist wirklich nicht so groß. Aber ich glaube wirklich, dass da noch ein paar neue Sachen gebaut werden. Wie gesagt, der Hypercoaster hat erst 2018 eröffnet. Also kann ich mir gut vorstellen, dass der Park gut läuft, da in Zukunft noch mehr erweitert wird. Und sonst als eigentlich eine gute Kollektion, wirklich mit Hypercoaster, eine sehr schöne Mack Rides Achterbahn, Airtime in Version, alles dabei, intensiv ebenfalls, schön lang. Zwei gute Family Coaster, sonst noch zwei Simulatoren, ein mit VR, ein ohne, der ohne VR hatte geschlossen heute. Und Flat Rides auch mit dem Topspin und dem Skyfly auf jeden Fall zwei sehr solide Attraktionen. Und sonst auch ein paar Attraktionen für kleine Kinder, aber jetzt trotzdem alles nicht in Unmengen. Im Sommer dürfte es sich mit dem Wasserpark nochmal mehr lohnen, denke ich, weil er schon ein paar gute weitere Attraktionen hat und das Line-Up erweitert. Aber auch mit der Mall daneben ist es auf jeden Fall ganz nett. Was man beachten sollte,
ist, dass es nur Einzeltickets gibt für einen Tag. Das heißt, keine Mehrtagestickets oder Jahreskarten, obwohl sich sowas schon teilweise lohnen würde. Aber ich kann euch auf jeden Fall trotzdem empfehlen, den Park zu besuchen. Also nur wegen dem Hypercoaster herzufahren, ist, glaube ich, nicht unbedingt notwendig oder wegen dem Park. Aber falls man in der Gegend ist, rund um Antalya, lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Vor allem natürlich wegen dem Hypercoaster. Aber mit dem Watercoaster hat man wirklich auch noch eine sehr gute weitere Attraktion. Was man noch erwähnen sollte, ist, dass man den Park komplett bargeldlos zahlt. Jeder bekommt ein Armband am Eingang und das kann man aufladen mit Geld und damit dann überall im Park bezahlen. Für den normalen Freizeitpark ist es nicht ganz notwendig, aber für den Wasserpark auf jeden Fall praktisch. Gibt es auch in anderen Parks und da ist es auf jeden Fall immer gut, nicht immer Bargeld mitnehmen zu müssen. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch der Park gefallen hat. Wart ihr vielleicht schon dort? Das auch gerne reinschreiben. Und sonst ist gerne ein Like da für diese Parkvorstellung und das Review. Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Werde ich gerne beantworten. Und dann sehen wir uns bald wieder zu einem Video. Ciao!